Das Thema heute Abend ist ein recht schauerliches, Antisemitismus und Sexualität. Wir müssen uns gezwungenermaßen durch einige sehr scheußliche Zitate quälen. Ich kann Ihnen allerdings versprechen, dass es ganz am Ende etwas geben wird, was ich mitgebracht habe, was fast erlösend wirkt, wenn man dieses ganze Zeug gehört hat, was ich heute mitgebracht habe. Und ich würde gern vorausschicken, dass ich den Sexualantisemitismus keineswegs für den Königsweg zur Erklärung des Antisemitismus halte. Das ist ein Aspekt unter vielen, ein sehr schwergewichtiger, wie ich glaube, aber man kann damit nicht alles erklären. Das war auch nicht meine Absicht, als ich das Buch Neidgeschrei schrieb. Ich wollte aber, weil es mir auffiel, doch mal zusammenstellen, was auf der ganzen Welt an sexualantisemitischen Fantasien zustande gekommen war. Es waren insgesamt 12.000 Entleihungen in der Hamburger Staatsbibliothek. Ich habe 8 Jahre mit diesem entsetzlichen Thema mich befasst und war eigentlich froh, dass ich es hinter mir hatte. Aber ich komme gern auch heute noch mal darauf zurück. Worum es geht, wird einem sofort klar, wenn man Mein Kampf liest. Darin schreibt Adolf Hitler an einer der berüchtigtsten Stellen: Der schwarzhaarige Judenjunge lauert stundenlang, satanische Freude in seinem Gesicht, auf das ahnungslose Mädchen, das er mit seinem Blute schändet und dadurch seinem, des Mädchens, Volke raubt. Mit allen Mitteln versucht er, die rassischen Grundlagen des zu unterjochenden Volkes zu verderben, so wie er selber planmäßig Frauen und Mädchen verdirbt, so schreckt er auch nicht davor zurück, selbst im größeren Umfange die Blutschranken für andere einzureißen. Man sieht daran, wie schwer Adolf Hitler mit der Erotik zu ringen hatte. Das lässt sich auch einer anderen sehr drastischen Bemerkung über seine politischen Gegner entnehmen. Wo immer man so einen Apostel angriff, umschloss die Hand qualligen Schleim. Das quoll einem geteilt durch die Finger, um sich im nächsten Moment schon wieder zusammenzuschließen. Diese Wortwahl, das hat der Philosoph Arno Plack mitgeteilt, kann gar nicht anders als sexualpathologisch gedeutet werden. Ein tief an sich selber leidender Mensch legt einen unkontrollierten Augenblick lang im Eifer empörter Rede den neurotischen Kern seines Judenhasses bloß. Hitlers Ekel vor seinen eigenen sexuellen Begierden und sein zorniges Salbadern über die Orgien jüdischer Lebemänner mit arischen Jungfrauen ermunterten den Journalisten Rudolf Olden schon 1935 zu einer Hypothese, die Hitlers Biograf Alan Ballack später aufgegriffen hat. Er zitiert ihn. Olden, schrieb Ballack, mag wohl recht haben, wenn er eine der Wurzeln von Hitlers Antisemitismus in quälendem Sexualneid sieht. Etwas Ähnliches hatte auch Karl Kraus gemeint, als er 1933 in den Hetzjagden der SA auf sogenannte Rassenschänder in Deutschland einen Hexengeifer aus Sexualhass und Erpressung am Werk sah. Es wurden dann die Nürnberger Gesetze erlassen, die jeglichen Sexualkontakt zwischen sogenannten Ariern und Arierinnen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Juden und Jüdinnen untersagten. Und das war wohl der historisch einmalige Fall, dass es einem Sexualneurotiker, Adolf Hitler, gelang, eine diktatorische Macht zu erlangen, die es ihm ermöglichte, aufgrund seiner eigenen Komplexe willige Helfer zu finden, die dem Ganzen Gesetzeskraft verliehen. Ich wüsste nicht, wo das schon mal sonst in der Weltgeschichte geschehen wäre. Es gab dann vielerlei Prozesse wegen sogenannter Rassenschande und polizeiliche Vernehmungen. Die Historiker haben einige Zitate aus diesen furchtbaren Vernehmungen zusammengetragen. Da ging es dann sehr ins Detail. Zum Beispiel wurden die Frauen gefragt: Haben Sie nur einmal in der Nacht zusammen verkehrt? Oder hat F. in der Nacht oder am Morgen öfters sein Geschlechtsteil bei Ihnen eingeführt? Hat F. beim Samenerguss sein Geschlechtsteil herausgezogen? Hat F. lange mit Ihnen verkehrt, bis er fertig wurde? Das heißt, wie lange hatte es gedauert, bis er fertig wurde?
Sind Sie bei dem Verkehr befriedigt worden? Sowas wollte ein deutscher Richter von einer Frau wissen, die vor Gericht stand. Man muss sich das vorstellen. Sind Sie normal veranlagt und haben Sie schon Verkehr gehabt, bevor Sie befriedigt worden sind? Da Sie nun nicht befriedigt wurden, liegt die Vermutung nahe, dass Sie noch mehrmals mit F verkehrten. Wie ist das? Hans Christian Lassen, der diese Zitate in einem kriminalpolizeilichen Vernehmungsprotokoll gefunden hatte, merkte dazu an: Auffallend ist die Detailverliebtheit der Kripo-Beamten bei der Dokumentation der sexuellen Vorgänge. Die Akribie war derart extrem, dass sich der heutige Leser fragen muss, ob bei dieser Breite der Darstellung nicht unmittelbar relevanter Fragen auch eine quasi voyeuristische Komponente durchscheint. Meines Erachtens liegt das auf der Hand. Ich finde, das war fast zu vorsichtig und zu vornehm ausgedrückt. Was in diesen Prozessen herrschte, war tatsächlich das dramaturgische Gesetz der wohlbekannten Volkstheaterszene, die ein gehörnter Ehemann seiner Frau macht. Nach der Feststellung des Tatbestands beschäftigte sich die entzündete Fantasie mit jedem Detail des sexuellen Akts der Untreue. Das trifft auch auf die Befragung von Frauen zu, die sich des Geschlechtsverkehrs mit ausländischen Zwangsarbeitern verdächtig gemacht hatten. Das war im Dritten Reich natürlich auch strikt verboten. Es wurden in alle Einzelheiten gehende Geständnisse verlangt und am härtesten wurden jene Frauen bestraft, die als Motiv für ihre Tat Verliebtheit angegeben hatten. In einem Prozess wegen Rassenschande rechtfertigte ein Staatsanwalt seine Neugier mit den Worten: Es kommt zur Überführung der Beschuldigten darauf an, auch die kleinsten Einzelheiten des Geschlechtsverkehrs zu erörtern und damit festzustellen. Und da es eben zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre geschah, glaubten die Staatsdiener damals reichsgesetzlich dazu befugt zu sein, auch außerhalb der Stammkneipe ihrer Burschenschaften eben diese kleinsten Einzelheiten des Geschlechtsverkehrs zu erörtern. Das Problem der Antisemiten bestand seit langem allerdings schon darin, was eigentlich die sogenannten Arierinnen an den Juden attraktiv gefunden haben, wenn man sich vergegenwärtigt, wie die Juden im Stürmer dargestellt wurden. Man hat diese Karikaturen von hakennasigen, schmerbäuchigen, wulstlippigen Monstern vor Augen, wie Julius Streicher sie hinstellte und seine Helfershelfer. Wieso ließen sich Arierinnen trotzdem mit diesen Juden ein? Das war ein ganz großes Problem für die Antisemiten, dafür eine Erklärung zu finden, denn die deutsche Frau sollte ja eigentlich stolz und rassebewusst sein, wie es damals hieß. 1913 beschäftigte sich der antisemitische Publizist Thomas Fritsch mit dieser Frage und er kam zu dem Schluss: Es ist vielmehr die Persönlichkeit des Juden selber, die auf viele Frauen mit geradezu suggestiver Gewalt einwirkt. Bestochen durch das äußere glänzende Auftreten der auf beliebigen Wegen zu Reichtum gelangten Hebräer und durch raffinierte Verführungskünste verlockt, fallen Jahr um Jahr zahllose weibliche Wesen, die berufen wären, ihrem Volke tüchtige Mütter zu sein, den Juden anheim, und sinken auf die Stufe käuflicher Wesen herab. Und in der Tat, von zahllosen Mädchen und Frauen, die jüdischen Verführern ins Garn gegangen sind, bekundet die große Mehrzahl, dass sie gleichsam wie von einer unbewussten dämonischen Macht zu ihnen hingetrieben worden seien. Und nochmal Fritsch: Die Lüsternheit und Begierde steht den Hebräern schon auf dem Gesicht geschrieben und das bleibt auf schwache Personen des anderen Geschlechts nicht ohne Eindruck. Wie dem Blick der Schlange die Wirkung zugeschrieben wird, dass er einen Vogel durch Schreck lähmen könne, so scheint auch das Gebaren des Juden bei schwachen Frauennaturen eine völlige Sinneslähmung zu bewirken und sie wie in einen unentrinnbaren Bann zu schlagen. Aber warum? Diese Verhaltensweise stand eben in einem unerklärlichen Widerspruch zu dem Idealbild, das Patrioten sich seit jeher von der Natur ihrer Frauen gemacht hatten.
stellvertretend für zahllose andere Oden und Hymnen an den Sittenstolz der hohen deutschen Frau möchte ich hier Friedrich Gottlieb Klopstocks klassisches Vaterlandslied aus dem Jahre 1770 zitieren. Da haben wir also das Idealbild der sittenfesten deutschen Frau vor Augen. Ich bin ein deutsches Mädchen. Erköre mir kein ander Land zum Vaterland, wär mir auch frei die große Wahl. Ich bin ein deutsches Mädchen. Mein hohes Auge blickt auch Spott, blickt Spott auf den, der Säumens macht bei dieser Wahl. Du bist kein deutscher Jüngling, bist dieses lauen Säumens wert, des Vaterlands nicht wert, wenn du's nicht liebst wie ich. Du bist kein deutscher Jüngling. Mein ganzes Herz verachtet dich, der's Vaterland verkennt, dich Fremdling und dich Tor. Ich bin ein deutsches Mädchen. Mein gutes, edles, stolzes Herz schlägt laut empor beim süßen Namen Vaterland. So schlägt mir's einst beim Namen des Jünglings nur, der stolz wie ich aufs Vaterland gut, edel ist, ein Deutscher ist. So malte Friedrich Klopstock sich das aus. Es wirkt auf mich etwas bizarr, dass sich hier ein alter Herr als lyrisches Ich in ein junges Mädchen hineinzuversetzen versucht. Und es hatte auch tatsächlich eben ja wenig mit der Realität zu tun. Und umso heftiger äußerte sich dann die Empörung, wenn der Kontrast zwischen der patriotischen Männerfantasie und der Wirklichkeit einfach nicht mehr zu übersehen war. Der dunkle Drang, der diese christlichen Frauen untreu werden ließ, den führte der Antisemit Hermann Ahlwardt 1890 auf die soziale Machtfülle der Juden zurück. So sehr der Jude, schreibt er, zu geschlechtlichen Exzessen neigt, achtet er die Jüdinnen doch viel zu hoch, um sie der Schande preiszugeben. Zur Befriedigung seiner Lüste dienen die deutschen Mädchen. Die bestehende natürliche Abneigung derselben gegen ihn weiß er in dem Maß zu beseitigen, als seine soziale Überlegenheit wächst. Was vermag das tugendhafteste deutsche Mädchen, das in sozialer Hinsicht vom Juden abhängig ist, gegen die dauernden Verführungskünste des raffinierten Wollüstlings? 1909 wurde in dem antisemitischen Periodikum Hammer ein Erklärungsversuch vorgestellt. Wem wäre, vor allem in den Großstädten, die Tatsache noch nicht aufgefallen, dass gerade gesunde, hübsche Weiber sich mit oft geradezu faunischen Scheusalen von Männern einlassen? Die Ursache dieser bedauerlichen Vorliebe unserer Frauen für pikante, fremdrassige Männer liegt letzten Endes in der Entartung der Instinkte durch Rassenmischung. Das ist ein ganz interessanter Erklärungsversuch. Also demnach wäre die Entartung der Instinkte durch Rassenmischung eine Folge der Entartung der Instinkte durch Rassenmischung gewesen, oder kürzer gesagt, die Ursache der Rassenmischung war die Rassenmischung. Damit kamen die Antisemiten natürlich keinen Schritt weiter. Es war ein Zirkelschluss und sie waren so schlau wie zuvor. Darüber zerbrach sich 1910 dann auch der völkische Philosoph und Traktatschriftsteller Jörg Lanz von Liebenfels den Kopf. Es gibt ein Buch über ihn mit dem Titel »Der Mann, der Hitler die Ideen gab«. Er veröffentlichte völkische Hetztraktate und Adolf Hitler gehörte zu seinen Lesern. Er schrieb, umgekehrt kann eine Frau heroischer Rasse durch Cohabitatio mit einem Mann der dunklen Rasse propter magnitudine membri zugrunde gehen oder andererseits daran so sehr Geschmack finden, dass sie mannstoll wird und bewusst oder instinktiv gerade propter magnitudinem den niederrassigen Mann bevorzugt und sogar aufsucht, wie dies die Neger, Mongolen und Chandala-Liebschaften selbst der höchststehenden Damen deutlich genug erweisen. Womit natürlich freilich immer noch nicht geklärt war, wie es dazu eigentlich hatte kommen können. In seiner Verzweiflung
verfluchte Lanz von Liebenfels damals schließlich das gesamte weibliche Geschlecht. Alles weltgeschichtliche Unheil hat das freie Weib angerichtet. Denn das Weib steht in seiner großen Masse immer auf der Seite der Tschandalen, Juden, Revolutionäre, Apachen, Stritzi und Kulturzerstörer. In seinem berüchtigten Handbuch der Judenfrage forschte Theodor Fritsch dann immer noch der Ursache nach. Es ist vielmehr die Persönlichkeit des Juden selber, die auf viele Frauen mit geradezu suggestiver Gewalt einwirkt. Bestochen durch das äußere glänzende Auftreten der auf... Ach Quatsch, das Zitat hatte ich ja schon. Jetzt bin ich, muss ich kurz mal springen. Es wäre zu entsetzlich, das hier auch nochmal alles zu wiederholen. Also er kam wieder zurück auf die dämonischen Kräfte. Und nachdem sich die Antisemiten ausführlich genug mit diesen dämonischen Kräften, die sie aber nicht recht erklären konnten, auseinandergesetzt hatten, kreierten sie zusätzlich auch noch Probleme, die es tatsächlich überhaupt nicht gab. Und sie ergingen sich in sehr bizarren Sexualfantasien, deren Ursprung man tatsächlich auf rasende Eifersucht zurückführen kann. Es gab einen ungefähr 250.000 Mal verkauften antisemitischen Bestseller. Der Titel ist Ihnen vielleicht im Ohr, Die Sünde, wieder das Blut von Arthur Dinter. Das Buch erschien 1917 und es handelt von den Leiden eines Arias namens Hermann Kämpfer. Er hat schon eine unglückliche Ehe hinter sich, er gibt aber noch nicht auf, er versucht es noch einmal, er lernt eine zweite Arierin kennen und dann heißt es in diesem Roman, innigere Gefühle jedoch regten sich wiederum in Hermann für seine Frau, als er Vaterfreuden entgegensah. Sämtliche Vorfahren Johannas waren wie seine eigenen blonde Nordgermanen. Er durfte also noch einmal der Erfüllung seines Lebenswunsches entgegensehen, ein Kind der eigenen Art zu besitzen. Aber zu seinem und seiner Frau Entsetzen geschah das ganz Unfassliche, ganz Ungeheure. Sie gebar ein Kind mit schwarzem Kraushaar, dunkler Haut und dunklen Augen, ein echtes Judenkind. Hermann brüllte auf wie ein zu Tode getroffener Stier, als er seiner ansichtig wurde. Dirne, schrie er seiner Frau entgegen. Wie vom Blitz getroffen, sank sie unter diesem vernichtenden Wort in ihrer Leibesnot zusammen. Und nun forderte er herrisch Rechenschaft von ihrer Vergangenheit. Sie gestand, dass sie vor etwa 10 Jahren von einem getauften jüdischen Offizier, der ihr die Heirat versprochen, verführt und von ihm sitzen gelassen worden sei. Um ihre Eltern vor Schande zu bewahren, habe sie schweigen müssen. Unter dem Vorwande, Krankenschwester werden zu wollen, habe sie das Elternhaus verlassen, um das Kind zur Welt zu bringen. Gleich nach der Geburt sei es, wie er ja bereits wisse, gestorben. Warum dieses Hermanns Kind auch aussehe wie ihr erstes Kind, sei ihr unmöglich zu begreifen. Des Rätsels Lösung geht dann im Verlauf des Romans aus einer sehr kruden Theorie hervor, deren Grundzüge Dinter in den wenigen Absätzen zwischen der Geburt dieses Kindes und seiner Ermordung zügig entwickelt. Da heißt es, es ist ein bedeutungsvolles und in der Tierzucht ganz bekanntes Rassegesetz, dass ein edelrassiges Weibchen zur edlen Nachzucht für immer untauglich wird, wenn es nur ein einziges Mal von einem Männchen minderwertiger Rasse befruchtet wird. Durch eine solche aus unedlem männlichen Blute erzeugte Mutterschaft wird der ganze Organismus des edelrassigen weiblichen Geschöpfs vergiftet und nach der unedlen Rasse hin verändert, sodass es nur noch imstande ist, unedle Nachkommen zur Welt zu bringen, selbst im Falle der Befruchtung durch ein edelrassiges Männchen. Je höher entwickelt ein Lebewesen ist, umso eindringlicher tritt dieses Rassegesetz in die Erscheinung und seine höchste und folgenschwerste Wirkung erreicht es natürlich beim Menschen.
Nun ermesse man den Schaden, der Jahr aus, Jahr ein der deutschen Rasse durch die Judenjünglinge zugefügt wird, die alljährlich Tausende und Abertausende deutscher Mädchen verführen. Die These, dass eine Arierin, die irgendwann einmal ein Kind von einem Juden bekommen habe, anschließend nichts anderes mehr gebären könne als sogenannte Judenbastarde, bezeichnete selbst der rassistische Eugeniker Fritz Lenz 1921 als völlig unhaltbar. Was Dinter in seinem Drang, diese Unwahrheit zu verkünden, jedoch nicht bremste. Im Gegenteil, er hat seine sogenannte Samenabsorptionstheorie radikalisiert und sie der Öffentlichkeit 1927 in einer Rede vorgestellt, die er als Thüringer Gauleiter beim Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg hielt. Da sagte er: Es ist neuerdings durch wissenschaftliche Forschungen festgestellt, dass schon der bloße Verkehr eines Juden mit einem deutschen Mädchen, auch wenn er nicht zu Folgen führt, das Blut des Mädchens verseucht. Die unheilbare Vergiftung des edelrassigen Weibchens wäre also schon durch den vaginal erfolgten Samenerguss eines Männchens minderwertiger Rasse herbeigeführt und nicht erst durch eine daraus möglicherweise entstehende Mutterschaft. Das nimmt sich wie die naturwissenschaftlich verbrämte Fassung der Eifersucht aus, die einen Fehltritt niemals verzeihen kann und liege er noch so lange zurück. Bei einer Exkursion zu den geistesgeschichtlichen Quellen der Epoche lassen sich Zitate finden, die belegen, dass Dinter nicht der erste Dichter und Denker war, den die vermutete Durchschlagskraft des jüdischen Erbguts auf die Barrikaden rief. 1880 urteilte Richard Wagner, der Jude biete, Zitat, das erstaunlichste Beispiel von Rassenkonsistenz, welches die Weltgeschichte noch je geliefert hat. Ohne Vaterland, ohne Muttersprache wird er durch aller Völker, Länder und Sprachen hindurch vermöge des sicheren Instinktes, seiner absoluten und unverwischbaren Eigenartigkeit zum Unfehlbaren sich immer wieder finden hingeführt. Selbst die Vermischung schadet ihm nicht. Er vermische sich männlich oder weiblich mit den ihm fremdartigsten Rassen, immer kommt ein Jude wieder zutage. Im Fernsehen Jäckle spitzte der bei Antisemiten wegen seiner judenfeindlichen Einlassungen beliebte Jude Otto Weininger den Gedanken zu und er behauptete, weiße Frauen, die einst von einem Neger ein Kind gehabt haben, gebären später oft einem weißen Manne Nachkommen, die noch unverkennbare Merkmale der Negerrasse an sich tragen. Man fragt sich, wo Otto Weininger diese Dinge eigentlich beobachtet hat. Natürlich wird das auch niemals ordentlich belegt. Diese Theorie wurde allerdings im frühen 20. Jahrhundert auch von Medizinern, Psychologen und Pädagogen vertreten. Ein Autor der Zeitschrift Der Volkserzieher schrieb 1908, das Weib züchtet die Rasse, aber es züchtet sie, immer im Allgemeinen gesprochen, leider hinab. Schon die Geschlechtsvereinigung mit einem die Merkmale einer niedrigeren Menschenordnung tragenden Volksgenossen setzt das höhere Rassenkennzeichen besitzende Mädchen herab. Es sind vielfach wilde Instinkte, welche dazu drängen. Instinkte sollen jedoch in der geordneten Gesellschaft unter Zucht stehen. Das deutsche Mädchen muss zur Rassenkeuschheit erzogen werden. Wenn der Drang zur Mutterschaft der tiefste im Weibe ist und dem Selbsterhaltungsdrang voransteht, so drückt die Natur damit doch aus, dass die Nachkommenschaft für die Natur mehr Wert besitzt als das elterliche Geschlecht. Es erscheint deshalb als Versündigung wider die Natur und gleichzeitig wider die Kultur, wenn zur Erfüllung seines Daseinsziels ein Mädchen einen Mischling der mediterranen, keltiberischen, mongolischen oder negroiden Rassen oder Semiten, Slawen, Romanen, Ungarn oder Zigeuner vor einem Germanen bevorzugt. Erschwerend tritt hinzu, dass aus bis jetzt noch unaufgeklärten Ursachen der Vater des ersten Kindes der Geschlechtsfolge eines Weibes seinen Stempel aufdrückt, wenn er auch an der Entstehung der folgenden Kinder gänzlich unbeteiligt ist,
Sie fallen in seine Rassenart. Wenn auch keiner dieser Volkserzieher einen Beweis für dieses Gerücht erbringen mochte, so schrieb es doch eben einer vom anderen ab. Der Sexualhistoriker Bram Dijkstra kommentierte das mit den Worten: Die Männer im Bett einer Frau waren buchstäblich Fleisch von ihrem Fleisch geworden. Gleichzeitig wurden die Männer zu ständigen Rivalen ihrer Nachfolger, nicht nur in psychischer, sondern auch in unmittelbarer körperlicher Hinsicht. Auch Theodor Fritsch griff diesen abstrusen Gedanken auf. Ja, man darf schlechtweg sagen, Frauen, die mit Juden in geschlechtlichem Verkehr gestanden haben, sind für die andere Rasse verloren. 1919 bestätigte dann eine Expertise aus Dresden den Verdacht, dass Menschen, die von Müttern geboren sind, die schon vorher mit verschiedenrassigen Männern verkehrt haben, dem phrenologischen Betrachter Absonderlichkeiten zeigen, die zu vererben nicht im Sinn der Allgemeinheit liegt. Jeder Tierzüchter wisse, dass ein Rasseweibchen, wenn es sich einmal mit einem Bastard gepaart hat, niemals mehr rassereine Nachkommen haben kann. Diese merkwürdige Ansicht vertrat in etwas variierter Form auch der Mystiker Rudolf Steiner. Es ist mir nicht bekannt, dass er ein Antisemit gewesen wäre, aber er interessierte sich auch für die Samenabsorptionstheorie und er hat sie auf seine eigene Art nochmal radikalisiert. Er trug in einem Vortrag folgende These vor: Sehen Sie, wenn heute eine schwangere Frau gerade fragen würde, was man ihr zu lesen geben will, es gibt ja nichts. Man kann eigentlich auch schon zu gar nichts raten. Neulich bin ich in Basel in eine Buchhandlung gekommen. Da fand ich das neueste Programm dessen, was gedruckt wird. Ein Negerroman. Wie überhaupt jetzt die Neger allmählich in die Zivilisation von Europa hereinkommen. Es werden überall Negertänze aufgeführt. Negertänze gehüpft. Aber wir haben nun schon sogar diesen Negerroman. Er ist urlangweilig, gräulich langweilig, aber die Leute verschlingen ihn. Ja, ich bin meinerseits davon überzeugt, wenn wir noch eine Anzahl Negerromane kriegen und wir geben diese Negerromane den schwangeren Frauen zu lesen, in der ersten Zeit der Schwangerschaft namentlich, wo sie heute ja gerade solche Gelüste manchmal entwickeln können, wir geben diese Negerromane den schwangeren Frauen zu lesen, da braucht gar nicht dafür gesorgt zu werden, dass Neger nach Europa kommen, damit Mulatten entstehen. Da entsteht durch rein geistiges Lesen von Negerromanen eine ganze Anzahl von Kindern in Europa, die ganz grau sind, Mulattenhaare haben werden, die mulattenähnlich aussehen werden. Also wir befinden uns hier wirklich tief im Sumpf des Irrsinns des 20. Jahrhunderts. Und auch hier scheint die Logik der Eifersucht wirksam geworden zu sein. Wer bösartig an ihr leidet, der sucht und findet in jeder noch so harmlosen Handlungsweise Indizien der Untreue. Die Nationalsozialisten mühten sich damit ab, der wolkigen Theorie ein wissenschaftliches Fundament zu verfassen. Es ging dann um artfremdes Eiweiß. Die These wurde immer wieder weiter gekäut und sie wurde so auch dann den Elitesoldaten der SS beigebracht. Da heißt es in einer Belehrungsschrift: Der Jude wisse, dass die Frauen und Mädchen, die er geschändet hat, für immer ihrem Volke verloren sind. Nicht, weil ihr Blut selbst dadurch verschlechtert würde, aber das geschändete Mädchen ist seelisch vernichtet. Sie ist von der Sinnengier des Juden erfasst und hat das Empfinden für alles Edle und Reine verloren. Der Boden für diese aberwitzigen Theorien war damals schon lange vorbereitet. Wie die deutschen Juden am Ende des 19. Jahrhunderts aus dem völkischen Blickwinkel ausgesehen haben, haben die Historiker Bernhard Giesen, Kai Junge und Christian Kritschgau sehr treffend zusammengefasst.
Die Juden standen für alles, was der völkische Code als extern, fremd und bedrohlich definierte. Sie galten als hässlich, intellektuell, dekadent und unehrlich. Sie wurden als Vertreter der Städte, der Banken, Börsen und unehrlichen Geldgeschäfte beschrieben. Sie waren unstet und hatten keine Verbindung zum Boden und zur Landschaft. Kurz, sie verkörperten die moderne Welt, die das reine, einfache Landleben des deutschen Volkes bedrohte. In einer 1999 erschienenen Untersuchung antisemitischer Kriminalität und Hetze heißt es, in der Mitte der 1920er Jahre sei ein bis dato nie dagewesener antisemitischer Voyeurismus in Erscheinung getreten, der vorzugsweise Themen wie sexuelle Verfehlungen, Mädchenhandel und Ritualmorde aufgriff. Doch das Zerrbild vom lüsternen Juden ist sehr viel älter als der moderne, im 19. Jahrhundert entstandene Antisemitismus. Im ausgehenden 19. Jahrhundert schrieb der durchaus ja renommierte Sexualpathologe Richard von Krafft-Ebing in seinem Lehrbuch der Psychiatrie, und so lernten es dann Generationen von Studenten, die Juden zeichneten sich durch eine krankhaft gesteigerte Sinnlichkeit und sexuelle Erregung aus, die zu äziologisch bedeutungsvollen geschlechtlichen Verirrungen führt. Er beschreibt nun allerdings nicht näher, worin diese Verirrungen eigentlich bestanden haben. Das ist ja auch bis heute die große Frage, was ist eigentlich sexuelle Normalität? Gibt es überhaupt eine Norm? Wir sind heute sicher anderer Ansicht darüber, gemeinhin, als Richard von Krafft-Ebing oder andere Vertreter seines Standes es im ausgehenden 19. Jahrhunderts gewesen wären. Ich selbst bin der Ansicht, dass man eigentlich nur sagen kann, was sexuell wirklich nicht normal ist. Das ist die lebenslängliche Aufregung darüber, was andere erwachsene Menschen miteinander tun. Das ist die einzige Definition, die mir einfällt. Bei der Lektüre der judenfeindlichen Literatur stellt man dann immer wieder fest, dass die Antisemiten sich einiges auf ihre herabgeminderte Sinnlichkeit zugute gehalten haben. Und bezeichnenderweise tragen gerade die schärfsten Pamphlete gegen die Juden ihrerseits zotenhafte und pornografische Züge. 1819 schrieb der Judenhasser Hartwig von Hund-Radowski, ein Klassiker seines Fachs, Onan, der Sohn dieses Juda, war Erfinder jenes Leib und Seele zerrüttenden Lasters, welches nach ihm seinen Namen führt und bei den Juden noch jetzt sehr beliebt ist. Man will versichern, es gebe keinen Juden, der nicht auf Onans Altären geopfert habe. Ich weiß es nicht. Übrigens sind jedoch die Israeliten auf diese Erfindung, also er bezeichnet jetzt die Onanie tatsächlich als Erfindung der Israeliten, übrigens sind jedoch die Israeliten auf diese Erfindung weit stolzer als wir Deutschen auf die der Luftpumpe. Denn Onan war der einzige erfinderische Kopf im ganzen Alten Testament. Freilich haben manche Ärzte und Naturforscher behaupten wollen, der spezifische Geruch von Abrahams Samen komme von dem häufigen und unmäßigen Genuss der Zwiebeln, des Knoblauchs und ähnlicher Dinge her. Ich, Herr Hartwig von Hund-Radowski, glaube aber der Heiligen Schrift und bin also überzeugt, dass er die einzige Folge der bei allen echten Juden üblichen widernatürlichen Befriedigungsarten des Geschlechtstriebes und der daher entspringenden Krankheiten sei. Es war also 1819 im Grunde schon alles fertig, was dann in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wieder aufgekocht wurde. Und wenn man dann abermals 200 Jahre zurückgeht, stößt man auf das Buch Jüdische Merkwürdigkeiten von Johann Jakob Schut. 1714 schrieb er darin, dass die Juden zur Geilheit sehr geneigt seien und sie würden oft selber mit Christinnen Unzucht treiben.
Sie wissen wohl, was harte Strafe bei denen Mahometisten darauf stehet, so jemand von einer anderen Religion bei einer Türkin erwischt wird, und doch treibt sie ihre Geilheit zu solchem Laster. Die Gleichförmigkeit dieser Vorwürfe über die Jahrhunderte ist tatsächlich bemerkenswert, wie ich finde. Wenn wir abermals 200 Jahre zurückgehen, dann stoßen wir auf ein Zitat des getauften Juden Johannes Pfefferkorn von 1510. Er schrieb: Welcher Jude den höchsten Fleiß in dem Talmud zu studieren fürwendt, der ist der heiligst. Und also ist ihr Heiligkeit nit in Keuschheit, sonder welcher keusch wäre, der wurd veracht. Nehmen soll ich's aus dem Gesetz Moisi, do er spricht, ihr sollt euch untereinander vermännigfältigen. Und derhalben bestaaten, verheiraten, sie ihre Kinder sehr jung, dadurch überkommen sie gemeintlich mehr Kinder dann andere Völker, und also ist unkeusch und Studierung des Talmuds gar ein heilig Leben bei den Juden. Im Hochmittelalter wurde auch die Tradition begründet, Kirchen innen oder außen mit der Skulptur oder dem Relief einer sogenannten Judensau zu schmücken, die den Kirchgängern die Gefräßigkeit, die Unreinheit und die Sinnenlust der Juden in einer plastischen Symbolgestalt vor Augen führen sollten. Die Historiker Stefan Rohrbacher und Michael Schmidt schreiben, das früheste Beispiel aus der Zeit um 1230 findet sich an einem Säulenkapitell im Dom zu Brandenburg und zeigt die Judensau als jüdisch-schweinisches Mischwesen. Das war eben die damalige Form des Stürmer, die Kirchenfassade. Bei allem, was die Juden taten, folgten sie nach Meinung der Exegeten fleischlichen Begierden, stellte der Religionshistoriker Johannes Heil in einer Untersuchung christlicher Bibelkommentare aus dem 9. Jahrhundert fest. Und in einem Schreiben an den nabonensischen Bischof Nebridius schmähte Agobar, der Erzbischof von Lyon, im Jahre 828 die gläubigen Juden mit folgenden Worten: Unwürdig unseres Glaubens ist es, dass auf die Kinder des Lichts durch ihren Umgang mit den Söhnen der Finsternis ein Schatten falle. Ungeziemend ist es auch, dass die Kirche Christi, die ohne Makel und Fehl ihrem himmlischen Gatten zugeführt werden soll, durch die Berührung mit der unreinen, altersschwachen und verworfenen Synagoge verunstaltet werde. Seltsam mutet es an, die unbefleckte, Christus anverlobte Jungfrau mit einer Hure bei gemeinsamem Mahle sitzen zu sehen. So ähnlich hört es sich dann auch an, wenn man sich mit dem Werk des lateinischen Dichters Rutilius aus dem 5. Jahrhundert befasst. Er sprach von dem unzüchtigen Volke der Juden, das schamlos des Geschlechtsteiles Haupt beschneidet, und Papst Leo I., dessen Pontifikat im Jahre 440 begonnen hatte, verfluchte die fleischlich gesinnten Juden. So war es auch schon bei den Kirchenvätern. Augustinus warf den Juden Völlerei, Unmäßigkeit, niedere Gelüste und Sittenlosigkeit vor, und in einer um das Jahr 387 entstandenen Schrift erklärte der Kirchenvater Hieronymus: Wer, so wie die Juden, nicht an Christus glaube, sei dumm, irrend, ungläubig und Knecht mannigfaltiger Lüste. Man kann nicht alles aufzählen, was damals produziert wurde, aber deswegen machen wir jetzt nochmal einen Sprung kurz zu dem, was dann die heidnischen Römer schrieben. Die Juden, schrieb Tacitus, seien ein gänzlich der Sinnlichkeit hingegebenes Volk, also es ist nichts Christentumsspezifisches, was diesen Vorwurf betrifft. Und im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung mokierte sich auch der römische Autor Martial über die sexuelle Potenz der Juden. Er bezeichnete die primären Geschlechtsorgane eines jüdischen Sklaven als dessen judäische Last, warf einem beschnittenen Dichter vor, dass er einen Knaben verführt habe, und schrieb den Juden im Allgemeinen eine abnorme Wollust zu.
Danach versagen dann die schriftlichen Überlieferungen, aber ich fürchte, dass es auch in der schriftlosen Zeit nicht groß anders gewesen ist. Man kann sich natürlich fragen, wie es denn eigentlich heute ist. Wir leben jetzt in einer permissiven Gesellschaft. Wo sind diese Vorurteile hingewandert? Es gibt natürlich Enklaven. Es gibt genug Neonazis, die in ihren Kneipen mit dem Wort Ausländerhure und dergleichen um sich werfen. Aber aus dem Mainstream ist das verschwunden nach 1945, wenn auch mit einigen schweren Nachwehen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben allerdings viele islamische oder islamistische Eiferer das Klischee vom lüsternen und sittenverwildernden Juden übernommen und es in ihrem eigenen Kulturkreis verbreitet. 1935 sagte der Mufti von Jerusalem auf einer Konferenz islamischer Religionsgelehrter der Moderne den Kampf an: Das Kino, das Theater und einige schamlose Zeitungen kämen wie Nattern in unsere Häuser und Höfe, wo sie die Moral töten und die Gemeinschaft zerstören. An der Abtötung der Moral seien natürlich maßgeblich die Juden schuld. Die jüdischen Mädchen, die in kurzen Hosen herumlaufen, demoralisieren unsere Jugend durch ihre bloße Anwesenheit. Und auch da taucht schon wieder das Problem auf, warum sind denn dann diese jungen Männer so aufreizbar durch Jüdinnen in kurzen Hosen, wenn sie eigentlich aus einer Kultur kommen, die sittenfest ist. Damit müssen sich dann eben die Islamisten herumplagen und sie werden nicht klüger daraus als die Nazis. Ein Klassiker dieses Genres schuf 1950 der Islamist Sayyid Qutb, ein Erzfeind der sexuellen Freizügigkeit und der Frauenemanzipation, in seinem millionenfach verbreiteten Aufsatz »Unser Kampf gegen die Juden« unternahm er den Versuch, eine jüdische Verschwörung gegen die Keuschheit und Frömmigkeit aufzudecken. Hinter der Doktrin des atheistischen Materialismus steckte ein Jude. Hinter der Doktrin der animalistischen Sexualität steckte ein Jude. Und hinter der Zerstörung der Familie und der Erschütterung der heiligen gesellschaftlichen Beziehungen steckte ebenfalls ein Jude. Gemeint waren Karl Marx, Sigmund Freud und Emil Durkheim. Die Juden befreien die sinnlichen Begierden von ihren Beschränkungen und sie zerstören die moralische Grundlage, auf der der reine Glauben basiert. Sie tun dies, damit der Glaube in eben jenen Dreck gezogen wird, den sie so reichlich auf der Erde verbreiten. Von anderen Fundamentalisten wurde den Juden unterstellt, dass sie in der islamischen Welt zielstrebig Pornografie verbreiten, die Prostitution fördern und die Homosexualität unterstützen, um die Moral zu zerrütten. In der Parteizeitung der libanesischen Hisbollah wurde im Dezember 1991 kolportiert, die Juden würden die ägyptische Bevölkerung absichtlich mit AIDS verseuchen. Eine im Sultanat Oman erscheinende Zeitung meldete im April 1999, dass mit Christenblut gebackene Matze, also das ungesäuerte Fladenbrot, den Juden zur Potenzsteigerung verhelfe. Also die sexual-antisemitische Fantasie kennt einfach keine Grenzen. Und zu Beginn des Jahres 2000 berichtete eine syrische Wochenzeitung, die Zionisten würden hübsche, HIV-positive Prostituierte in Ägypten einschleusen und sexuell stimulierende Kaugummis verteilen, um die Schamhaftigkeit zu zermalmen. Es ist tatsächlich seit 2000 Jahren die Wiederkehr der immer gleichen Vorwürfe. Also man könnte sagen, dass das allerdings keine Besonderheit ist, die die Juden betrifft, und damit hätte man vollkommen recht. Das zieht sich auch durch die gesamte Menschheitsgeschichte, die Beschäftigung mit der sexuellen Fremde. Was der Nachbar im Nachbarort macht, was der Nachbar im Nachbarland macht oder was gar der Nachbar im Nachbarkontinent macht, das wird immer mit wilden Fantasien überzogen. Es ist ein Ort des Unheimlichen und Erregenden und es fällt einem natürlich leicht, in der eigenen Peer Group das zu denunzieren.
Viele dieser Vorwürfe, die wir gehört haben, gelten natürlich auch den Schwarzen. Es gibt Unmengen von sexuellen Fantasien der Europäer über die Sexualität der Afrikaner. In den USA gibt es den Sexualantisemitismus in dieser drastischen Ausprägung wie in Europa nicht in dem Maße. Das ist durchaus plausibel damit erklärt worden, dass die weißen Amerikaner dafür die schwarzen Amerikaner haben. Dann richten sich diese Fantasien darauf. Auch allgemein die Orientalen oder überhaupt die Wilden waren immer Attraktionspunkte für die sexuelle Fantasie, die ziemlich zügellos ins Kraut schoss, und man konnte sich damit eben auch immer wieder der eigenen Überlegenheit vergewissern. In Deutschland richteten sich diese Fantasien, wenn man jetzt von den Juden absieht, viele Jahre und sogar Jahrhunderte lang auf die Franzosen, also gegen ihre Kultur und ihre Libertinage, die tatsächlich, wie ich annehme, größer gewesen sein dürfte als in der Pfalz oder in Hinterpommern oder in andere Gegenden, die der nationale Geschichtssinn in den Blick genommen hat, um sich selbst besser zu fühlen als die verderbten Franzosen. Es gibt unzählige Kampfschriften gegen das Raffinement der französischen Mode, der Malerei, der Küche und der Diplomatie. Die Galanterie der Franzosen hat viele deutsche Patrioten halb zum Wahnsinn getrieben. Im frühen 19. Jahrhundert vermengte sich dann der franzosenfeindliche mit dem judenfeindlichen Affekt zu einer ganz volkstümlichen Wutmasse. Der Stuttgarter Verleger und Kunsthändler Samuel Gottlieb Liesching äußerte sich in einer 1836 publizierten Streitschrift gegen die Jeune Allemagne und machte sittenpolizeiliche Einwände geltend. Da heißt es: Franzosen und Juden schüren an dem unheiligen Feuer, das unsere besten Säfte aufzehren, das stille Erbteil unserer inneren Nationalität, ein reines Gemüt vergiften und jenen ätzenden Verstand zum alleinigen Richter unserer Gedanken machen soll, den Gott schon in der Urwelt verworfen als die Schlange, die sich um unser Gewissen ringelt. In der gleichen schmähenden Absicht hatte schon 1814 der Befreiungskriegsdichter Ernst Moritz Arndt die Franzosen das Judenvolk genannt und ihnen nachgesagt, sie seien verfeinerte, schlechte Juden. Deutsche, die ihre Töchter jetzt noch im Französischen unterrichteten, sollten geächtet werden, nach Ansicht von Arndt. Eltern, die ihren Töchtern das Französische lehren, werden geachtet, als wollen sie sie verbuhlt und unzüchtig machen, wie die meisten Französinnen sind. Denn in den meisten französischen Büchern ist das feinste und teuflischeste Gift für die Sitten ausgesäet, und in der zischelnden und flüsternden und gurgelnden Schlangensprache selbst liegt schon das schlüpfrige, gleißende, verführerische und sündliche, wodurch deutsche Herzen auch unwillkürlich zur Eitelkeit, Lügenhaftigkeit und Gleisnerei hinabgezogen werden. 1871 rügte auch Friedrich Nietzsche die französisch-jüdische Verflachung und Eleganz. Auch diese Beispiele ließen sich endlos vermehren, und Sie können sich sicherlich ausmalen, zu welchen Mitteln die deutsche Propaganda gegriffen hat, als dann im Zweiten Weltkrieg das Deutsche Reich mit Frankreich im Krieg lag und wie damals Franzosenhass und Judenhass in dieser Agitation amalgamiert wurden. Und damit wäre jetzt vielleicht auch der Punkt erreicht, wo man den Blick einmal auf die Konsequenzen richtet, die diese ganze Propaganda für die Juden gehabt hat. Wir haben ja schon einiges gehört aus den sogenannten Rassenschande-Prozessen. Nach Inkrafttreten der nationalsozialistischen Blutschutzgesetze ordnete der Sicherheitspolizeichef Reinhard Heydrich im Juni 1937 an, dass die wegen Rassenschande Verurteilten nach dem Verbüßen der Haftstrafe in KZ-Haft zu überstellen seien. Diese Praxis sei einem Todesurteil für sogenannte Rassenschänder gleichgekommen, schreiben die Historiker Michael Burley und Wolfgang Wippermann.
Solche Methoden, fahren sie dann fort, seien zuletzt im Mittelalter üblich gewesen. Tatsächlich war in zahlreichen europäischen Staaten die Todesstrafe für Juden, die sexuell mit Christinnen verkehrt hatten, zumindest dem Buchstaben des Gesetzes nach, bis ins 19. Jahrhundert gültig. Und noch im frühen 20. Jahrhundert war die christlich-jüdische Ehe ohne Religionsübertritt des einen oder des anderen Ehepartners in Österreich, Spanien und Portugal verboten, desgleichen in Russland und in fast allen Ländern der griechisch-katholischen Kirche. Der Ursprung des Verbots der Heirat von Christen und Nichtchristen ist im zweiten Brief des Paulus an die Korinther vermutet worden. Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Ausdrücklich untersagt wurden die Ehe und der Geschlechtsverkehr zwischen Christen und Juden jedoch erst um das Jahr 306 auf der Synode von Elvira in Granada. 339 legte der römische Kaiser Konstantin II. Für Juden, die von christlichen Frauen in die Gemeinschaft ihrer Schändlichkeit entführt worden seien, also die sexuell mit ihnen verkehrt hatten, die Todesstrafe fest. 388 verkündete Kaiser Theodosius I. ein Dekret, das es allgemein für jeden Christen, Mann oder Frau, zum Verbrechen des Ehebruchs machte, einen Juden oder eine Jüdin zu heiraten, und auf Ehebruch stand die Todesstrafe. Das war auch im Codex Theodosianus so, der zwischen 429 und 438 unter Theodosius II. Entstand. Und das gesamte Mittelalter hindurch wurden diese Gesetze und Konzilsbeschlüsse immer wieder erneuert und bekräftigt. Eine französische Bußordnung aus dem 9. Jahrhundert sah sogar eine 5-jährige Bußzeit für eine Christin vor, die von einem Juden vergewaltigt worden war. Ein ständiges Ärgernis bildeten bei diesen Auseinandersetzungen die Ausflüchte, wenn es denn welche waren, von Christinnen, die angaben, dass sie sich über die Religionszugehörigkeit ihres Geschlechtspartners getäuscht hätten. Und um diesen Übelstand abzuhelfen und die Ausschweifungen des sogenannten verbotenen Verkehrs zwischen Christen und Juden und Christen und Sarazenen zu unterbinden, erließ das Vierte Laterankonzil 1215 die Bestimmung, dass Juden und Sarazenen beiderlei Geschlechts durch die Besonderheit ihrer Kleidung in jeder christlichen Provinz und zu allen Zeiten in den Augen der Öffentlichkeit kenntlich zu machen seien. Jetzt habe ich mal 3 kleine Beispiele aus damaligen Stadtrechten aus dem Jahre 1249, dem Stadtrecht von Iglau. Wenn ein Jude beim Ehebruch mit einer Christin ertappt und durch 2 Männer überführt wird, sollen beide lebendig begraben werden. Dasselbe soll geschehen, wenn ein Christ beim Ehebruch mit einer Jüdin ertappt und von einem Christen und 2 Juden überführt wird. Hier war das weltliche Recht dann sogar noch strenger als das kanonische. Nach dem 1269 erlassenen Stadtrecht von Prag drohte einem Juden, der mit einer Christin geschlafen hatte, dass er gehäutet, skalpiert und gepfählt wurde. Und im Rechtsbuch des Ruprecht von Freising von 1328 heißt es: Und ist, dass ein Christenmann bei einer Judinne leid oder ein Jud bei einem Christenweib, die sind des Uberhors, Ehebruchs, beide schuldig, und soll man sie beide übereinander legen und soll sie brennen. Vielfach belegt sind aus dem Mittelalter auch Prangerstrafen für die betroffenen Frauen. Das heißt, sie wurden irgendwie besonders präpariert und geschoren und auf Karren durch die Stadt geführt und so der allgemeinen Verhöhnung preisgegeben. Diese Methode wurde dann von den Nazis nach 1933 sofort wieder aufgegriffen. Anschließend wurden die Frauen verbannt und Denunzianten solcher Sexualakte, auch das ist belegt, wurden belohnt. Also die bekamen Geld dafür, was natürlich auch immer wieder dazu geführt haben mag, dass unberechtigt solche Denunziationen stattgefunden haben, einfach aus Geldgier.
Ebenso sind allerdings auch pragmatische Lösungen belegt. Manchmal ließen es die Richter auch bei Geldstrafen bewenden. Ein Göttinger Jude, der Verhältnisse mit Christinnen eingegangen war, konnte 1410 seine Schuld mit 100 Fuder Steinen tilgen, die der Stadtbefestigung dienen sollten. Aber es lassen sich auch Gegenbeispiele anführen. 1416 wurden zwei Juden in Frankfurt am Main wegen des Vergehens durch die Backen brannt und zur Stadt mit Ruden hinausgeprügelt. 1420 wurde ein Kölner Jude und eine Christin, die einander heimlich geheiratet hatten, lebendig verbrannt. Und nach dem Mainzer Recht von 1422 sollte man einem Juden, der mit einer Christin Unkeuschheit getrieben hatte, sein Ding abschneiden, ein Auge ausstechen und ihn mit Ruten züchtigen. Einer der furchtbarsten Gewaltakte, auf die ich in der Literatur gestoßen bin, soll sich 1530 in Prag zugetragen haben. Nähere Einzelheiten zitierte der Strafrechtsgelehrte Jakob Döbler Ende des 17. Jahrhunderts aus einem Werk seines Vorläufers Andreas Hondorf. Sonsten hat man vor Alters denen Juden, wenn sie mit einer Christin Ehebruch getrieben, zur Strafe die Virilia abgeschnitten, schrieb Döbler, und Andreas Hondorf führe an, dass ein Jude zu Prag in Böhmen anno 1530 gewesen, so mit einer Christin gebuhlet und drüber ertappet worden, welcher sein männlich Glied zu einem Spund eines gepichten, brennenden Fasses hineinstecken müssen und wurde ihm dazu aufs Fass ein schartig stumpf Messer geleget. Als ihm nun die Hitze so grimmig wehgetan, hat er ihm mit dem Messer sein Glied vor Schmerzen abgeschnitten. Und da er nun also blutig davon hat laufen wollen, hat man böse Hunde an ihm gehetzet, die ihn zerrissen. Das sind tatsächlich schon die gleichen Methoden, die, wie man leider weiß, die SS in den Vernichtungs- und sonstigen Konzentrationslagern angewandt hat. Es gab damals tatsächlich Schäferhunde, die auf menschliche Genitalien abgerichtet waren und die zerfleischten. Wo sich die Sitten dann aber ungebührlich zu lockern schienen, verschärfte sich sogleich der Ton. In dem Rechtsstreit zwischen einem Notar und dem Rat der Stadt Minden war der Geschlechtsverkehr eines Juden mit einer Christin 1645 als sodomitische Vermischung gewertet worden. Man fragt sich jetzt natürlich, was damals die Leute unter Sodomie verstanden haben. Es war auf alle Fälle etwas Unaussprechliches. Es gibt die Definition, dass es der Verkehr mit Tieren ist, und ich nehme an, dass sich das auch darauf bezog. Es ist auch ein Synonym für homosexuellen Geschlechtsverkehr unter Männern. Man weiß es nicht so genau, was diese Menschen sich damals dabei dachten. Es ist jedenfalls ein sehr schillernder Begriff. Liberalere Gedanken fanden erst Ende des 18. Jahrhunderts in die juristische Literatur Eingang. Der Leipziger Aufklärer Karl Ferdinand von Hommel goss dann seinen Spott über das bestehende Strafrecht aus, das immer noch die Ehe und den Sexualverkehr zwischen Christen und Juden verbot. Wer denkt beim Beischlaf schon an Religionsfragen? Oder wird dadurch die Religionsausübung befleckt? Oder ist etwa ein Jude nicht ebenso ein Mensch wie der Christ? Das waren damals tatsächlich Töne von unerhörter Kühnheit. Und die Opposition gegen Hommels Reformbestrebungen ging von Gegnern aus, die beim Beischlaf vielleicht nicht unbedingt ihrerseits an Religionsfragen dachten, aber bei Religionsfragen immer an den Beischlaf. Weil sie der Gedanke eben quälte, dass zwei Menschen, ganz egal welchen Glaubens, einfach glücklich miteinander sein könnten, das hielt man damals nicht aus. Im Zuge der Judenemanzipation fielen nach und nach die einschränkenden Bestimmungen. Ab 1875 konnten im Deutschen Reich jüdisch-christliche Mischehen geschlossen werden, ohne dass einer der beiden Eheleute zum Glauben des anderen übertreten musste. Aber dagegen wurden dann immer wieder neue Argumente ins Feld geführt. Damals entstand die sogenannte Rassenbiologie,
Und die Judenfeinde glaubten, dass sie jetzt auch die Wissenschaft auf ihrer Seite hätten, um das Ganze zu unterbinden. Eine der wütendsten Attacken ritt 1880 der Philosoph und Nationalökonom Eugen Düring. Bei der Einmischung des Judenbluts kann aber unter allen Umständen nur Verschlechterung herauskommen. Am schlimmsten gestaltet sich diese Vererbung, wenn weibliche Angehörige besserer Völker dem Schicksal anheimfallen, dem Judenstamm und Judencharakter als Fortpflanzungsstätten zu dienen. Angesichts solcher Gestaltung sollte auch schon aus Rücksichten von Ehre und Schande den besseren Völkern das Blut eher die Zornesadern sprengen, als dass sie eine solche Erniedrigung ihrer Nationalitäten und eine solche Verjudung ihres Bluts auch nur in geringem Umfange dulden. Es gab dann zahlreiche Wissenschaftler, die versuchten, das weiter zu untermauern. 1913 führte der Anthropologe Eugen Fischer das Bastardisierungsproblem beim Menschen in die Debatte ein. Und infolgedessen kam es dann nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zu den bereits mehrmals erwähnten Blutschutzgesetzen. Wir nähern uns jetzt allmählich der Schlusskurve. Ich möchte einen Fall aus diesen Rassenschandeprozessen herausgreifen, weil der sich auch über das Jahr 1945 hinaus noch weiter erstreckte mit juristischen Folgen. Dem 1943 wegen Rassenschande in 4 Fällen vom Sondergericht beim Oberlandesgericht Kassel zum Tode verurteilten ungarischen Juden Werner Holländer wurden der Grad seiner inneren Verkommenheit, seine charakterliche Niedrigkeit und die Gefährlichkeit seines hemmungslosen Trieblebens vorgehalten, während die Richter in ihrer Urteilsbegründung eine höhere Gerechtigkeit walten ließen als die des Gesetzes. Sie gingen also über das vom Gesetz vorgesehene Strafmaß hinaus. Es ist nach deutschem Rechtsempfinden ein Gebot gerechter Sühne, dass der Angeklagte, der während eines Krieges Deutschlands mit den Anhängern des Weltjudentums die deutsche Rassenehre in den Schmutz zu treten wagte, vernichtet wird. Also gegen diesen Mann wurde die Todesstrafe verhängt und auch vollstreckt, obwohl das nicht mal diese Nürnberger Gesetze vorgesehen hatten. Als dieser Fall dann in der frühen Nachkriegszeit wieder aufgerollt wurde, stellte sich heraus, dass der Angeklagte auch mit der verheirateten Tochter eines Landgerichtspräsidenten geschlafen hatte. Ein Umstand, der den Richtern wohl bekannt gewesen war, aber der keinen Eingang in die Gerichtsakten gefunden hatte. Die Historiker Ernst Noam und Wolf Arno Kropert haben vermutet, dass für das Todesurteil gegen Holländer neben der zunehmenden Härte der Strafjustiz im Kriege auch die Entrüstung über ein der Familie eines hohen Standeskollegen vermeintlich zugefügtes Unrecht maßgebend war. Und was weiter geschah, hören wir nun. 1950 sprach das Schwurgericht Kassel die verantwortlichen Richter Fritz Hassenkamp und Edmund Kessler frei mit der bizarren Begründung, dass sie den Justizmord an Werner Holländer als fanatische Nazis begangen hätten. In der Urteilsbegründung hieß es, die Angeklagten waren beide Parteimitglieder seit 1933. Sie waren überzeugte, ja sogar fanatische Nationalsozialisten. Sie waren verblendet, ließen sich leiten und sind bedingungslos der Propaganda, die von der Partei ausgestreut wurde, gefolgt. Bei dem Angeklagten Kessler mag auch eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben, dass er, wie die Beweisaufnahme eindeutig ergeben hat, allgemein in sittlichen Dingen eine überscharfe Auffassung hatte. Deshalb ist für ihn der Verkehr Holländer-WD von besonderem Eindruck gewesen. 1951 hob das Oberlandesgericht Frankfurt am Main das Urteil auf und verwies die Sache zurück an das Schwurgericht Kassel, das die Angeklagten 1952 abermals freisprach. Zuvor hatte der ehemalige Kammergerichtsrat Edmund Kessler über Werner Holländers Hang zu einer verbrecherischen Lebensführung ausgesagt. Ich hielt den Angeklagten Holländer für einen Gewohnheitsverbrecher, weil er sein Judentum verschwieg, im Falle WD die Heirat versprach, ohne dieses Versprechen halten zu können,
und sie schwängerte, obwohl er wusste, welch schwerwiegende Folgen dies für das junge Mädchen haben könne und außerdem noch mit ihr verkehrte, während er geschlechtskrank war. Der Hang ergab sich aus der großen Zahl der Fälle und aus dem Verschweigen und aus dem Eheversprechen und aus dem Geschlechtsverkehr trotz der Geschlechtskrankheit. Der Vorsitzende des Gerichts fragte nach: Sie wollen also sagen, dass wenn ein Jude verschweigt, dass er Jude ist, mit einer christlichen Frau verkehrt, sie schwängert und trotz Geschlechtskrankheit mit ihr verkehrt, dieser Jude todeswürdig ist? Und Kessler antwortete: In der damaligen Zeit ja. Mit Rücksicht auf die Kriegsumstände, wir standen immer wieder auf dem Standpunkt, dass eine Tat, die im Kriege begangen wurde, besonders schwer zu werten ist. Während unsere deutschen Männer an der Front standen und während wir in der Heimat uns konzentrieren mussten auf den Schutz der Heimat, geschah diese schwere Tat. Wie das Gesetz zum Schutz der deutschen Ehre ausführt, ist nicht entscheidend, wie der Einzelne war, sondern es kam darauf an, wie weit die deutsche Selbstachtung getroffen wurde. Wenn der angeklagte Holländer in dieser Art und Weise die deutsche Frauenehre und die deutsche Ehre schlechthin in den Schmutz trat und damit die Selbstachtung des deutschen Volkes aufs Schwerste verletzte, so hat er damit die deutsche Selbstachtung schwer getroffen. Und dann entschieden die deutschen Richter, dass diese Angeklagten freigesprochen werden, weil sie es damals eben so sahen. Und es wurde ihnen zugute gehalten, dass sie scharfe Nationalsozialisten gewesen sind. Also eine Logik, die mir zumindest Gehirnverschlingungen bereitet. Aber so war es damals und es gab auch keine große öffentliche Empörung. Ich möchte jetzt gern zum Schluss kommen mit etwas Schönem, was ich Ihnen versprochen hatte. Was hier in diesem ganzen Vortrag bislang gefehlt hat, war ja einmal eine Stimme eines Juden selbst. Wie haben eigentlich die Juden oder wie haben einzelne Juden reagiert auf diese vielfältigen Vorwürfe, diese Dauerpropaganda? Es gab im Jahre 1913 einmal eine lyrische Äußerung eines Juden, Paul Meyer. In der Zeitschrift Die Aktion veröffentlichte er ein Gedicht mit dem Titel Ahasfas fröhlich Wanderlied. Paul Meyer war ein Lektor des Rowohlt Verlags. In den 30er Jahren ist er emigriert. Und 1913 griff er in diesem Gedicht einmal alle Vorwürfe auf, die die Sexualantisemiten gegen die Juden richten, und nahm sie als positiv an und sagte: Ja, ihr habt recht. Genau so bin ich und ich bin stolz darauf. Und das machte er in der folgenden Form: Ahasvas fröhlich Wanderlied. Seht, ich bin der Wurzellose, kein der Umwelt Anvermählter, keines Heimwehtraums Narkose treibt das Herz mir in die Hose, denn ich bin ein Leidgestellter. Friedlich sitzt ihr in der Wolle eurer heiligsten Gefühle, pflügend die ererbte Scholle, während ich die wandertolle Sehnsucht in Gesängen kühle. Manchmal zerrt ihr mich am Rocke und ihr kitzelt meine Wunden, doch ich greif zum Wanderstocke, ich bin frei und ich frohlocke, weil ich nicht wie ihr gebunden. Treibt ihr mich von euren Schwellen, ich bin doch der meistbegehrte. Eure Neidgeschreie gellen, denn ich trinke eure Quellen und ich wäge eure Werte. Und mit eines Königs Geste schenke ich euch meine Gabe und ich schmücke eure Feste, spende euch dazu das Beste, was ich selbst errungen habe. Meiner Seele glatte Häute bergen, was ich bettelnd büßte, doch es türmt sich meine Beute und es jauchzen eure Bräute mir dem Auswurf fremder Wüste. Gähnend dampft ihr euren Knaster zu der ehrbaren Verdauung, doch ich bin ein kluger Taster und ich reize eure Laster zu höchst eigener Erbauung. Also treibe ich die Spiele meines reifen Übermutes
sonderbare, sehr subtile, letzte, euch verhüllte Ziele meines Asiatenblutes. So endet dieses Gedicht. Die Antisemiten liefen schier amok. Das ist ungefähr 328.000 Mal zitiert worden in der antisemitischen Literatur. Da geben Sie es doch jetzt endlich mal zu, hieß es dann. Und ich weiß wohl, in welche Gefahr sich Menschen begeben haben, die dieses Gedicht publizierten, schrieben, vervielfältigten. Es ist natürlich irgendwann lebensgefährlich geworden, sich so hinzustellen und so etwas zu verkünden. Aber ich kann mir nicht helfen. Mich freut es immer wieder, wenn ich dieses Gedicht lese und besonders, wenn ich mir vorstelle, wie die Nazis sich aufgeregt haben über die Zeilen und es jauchzen eure Bräute mir dem Auswurf fremder Wüste. Mir gefällt das sehr gut. Und ganz zum Schluss habe ich Ihnen sogar noch dieses Jauchzen mitgebracht. Man kann es einmal hören bei einem Live-Konzert des kanadischen Juden und Chansonniers Leonard Cohen. Er hat einen Song geschrieben, der heißt I'm Your Man. Und darin kommen die Zeilen vor. If you want a boxer, I will step right into the ring for you. If you want a doctor, I'll examine every inch of you. Und das hat er einmal 1993 in Toronto verschärft. Da hat er den zweiten Vers etwas abgewandelt und er hat gesungen, If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. Und man kann, wenn man diese Aufnahme hört, die Bräute jauchzen hören.